Servus und hallo und willkommen zu einem neuen Projekt, Tetris Attack. Ja, Tetris Attack ist eines meiner absoluten Favoriten unter den Games. Vor allem zur Essenszeit. Ich habe das Spiel so derbe gesuchtet. Und ich werde da den Versus-Modus spielen mit... Ja, neues Spiel natürlich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon nicht mehr gespielt habe. Egal. So, aber ich müsste diese Kombination noch kennen. Ja. Ja, es geht darum. Ja, Bowser und seine Freunde haben Yoshis Freunde verflucht. Und ja, Yoshi will sie retten. Klar, warum auch immer Yoshi nicht betroffen wurde dadurch. Na, was soll's. Auf geht's. Und da sind wir schon. Mann, sind die Welten kurz voneinander entfernt. Naja. Wii Stage. Lucky 2 and Goonie. Tja. Also. Die Vögel heißen Goonie. Interessant. Tja. Ja, ich spiele den Very Hard Modus. Ja, ich habe sie nicht mehr alle. Obwohl ich das Spiel schon länger nicht mehr gespielt habe. Aber egal. Aber ich habe das Gefühl, ich kann es noch. So, habe ich etwas Blockglück? Ja, habe ich. Oh, schade. Hätte noch ein bisschen mehr reingekloppt, aber... Egal, kriege ich schon hin. Dreieck, aber zuerst. So, runter. Ja, bei mir ist 3 schon Minimum. Ja, was kann ich dazu sagen, außer dass er jetzt besiegt worden ist. Ja. Ziel ist es, ja, den Gegner mit Blöcken platt zu machen, quasi. Und, ja. Lucky 2 and Goonie are now free. I'm free, ja. Und, ja, wenn man genug Skill hat. Glacial Stage. Bumped in Mr. Freeze Good. Die heißen Mr. Freeze Good. Wow. Komische Schneemänner. Ja, jedenfalls, wenn ich 3 auflöse, tut sich nichts. Naja, sie lösen sich auf, aber wenn ich da eine Kette mache, dann kommt da schon mehr raus. Und Kombos sind die, wo man mehr als einen Block, als 3 Blöcke auflöst. Kette ist, was dann danach folgt. Also mal 2 mal 3 mal 4. Und ich mache ein Tutorial in einem im Very Hard Modus. Naja, ich kann's halt. Lass mich. So. Gleich wieder eine mal 3 drauf. Und besiegt. Wow. Hab's gut vorausgesehen. Und Bump die ja, legt sich schlafen. Aber Bump die ergibt sogar Sinn. Bumpty and Mr. Freeze... Dr. Freeze Good. Spell, irgendwas. Zu schneller Text. Ja, Bumpty ist ja quasi ein Bumper. Und schubst dich herum. Forest Stage. Poochie and Grinder. Ein Affe. Toll. Ein Affe, der Grinder heißt. Sehr entspannend, das Ganze. So. Machen wir gleich wieder eine Superkette. Oder auch nicht. Oh. Solche Voraussetzungen liebe ich. Oh. Naja, egal. Bin zufrieden. Wow. Ich mähe die ja nieder wie nix. Okay, das ist bestimmt nur zum Anfang so, aber dann geht's richtig ab. Poochie and Grinder are no longer enchanted. So, schnell genug gelesen. Oh. Blumen Stage, Flower Stage? Ja! Flower Stage, Flying Wiggler and Ego Dill. Ego Dill? Die Blumen. Wow. Komische Namen. Für Blumen. So. Starten wir wieder mal eine Superkette à la Gaudiman. Oh.
Ist das ein Witz? Das sind doch kleine Fische quasi. Bam. Aufgelöst. Hat sich erledigt. Wow. Das war geil. So. Ah. Ich wollte eine Achter-Kombo machen, aber naja. Da muss man den MacGyver-Modus machen und... ja. Das ausnutzen, was man hat. Der hält schon ein bisschen länger durch, kommt mir vor. Okay, weil ich jetzt auch irgendwie chillig in der Gegend rumfetz. So, dich löse ich auf und dich löse ich auf. So, noch ein Dreieck. Kommt nicht so richtig das, was ich will. Aber jetzt geht's wieder. Halbwegs. Ach, der will aufmucken. Ja. So. Was mache ich denn? So, jetzt. Und jetzt kommt ein schöner Konter, wenn ich die richtigen Blöcke dazu habe. Und wenn ich Blockglück habe, was ich nicht habe. Egal. Ich bin gewappnet, also. Okay. 1 Minute 50 fast. Ne, 40. Müssen nicht extra aufrunden. So. Flying Wiggler and Igudil are rid of the evil magic. Yay. Da haben wir schon die Hälfte geschafft, quasi. Oh, Wasser. Water Stage. Froggy and Claw Daddy. Was? Oh, dieser Krebs. Oh, der ist so fies. Der braucht 3... Braucht er 3 oder 2 Schüsse, damit er verreckt? Also bei Yoshis 1 und 2. So. Oh ja, ja, ein 6er. Huch, noch ein 6er, der... Egal. Ich nehme das, was ich kriegen kann. Und der kriegt einen 6er von mir. Und ist gleich tot. Schade. Na, tot nicht. Eigentlich befreit. Wow. Ja, man muss Gegner besiegen, um sie zu befreien. Was für eine Logik. Ah, ich sollte lieber nach... ein bisschen nachhelfen. Verdammt, jetzt habe ich es mir selbst vergeigt. Ich sollte nicht so oft darüber schauen. Mano, die fallen ja auch schnell durch den Hard Mode. Ein Very Hard Mode. Aber die Musik ist chillig. So. Gut, 3. Oh, schade. Das kann man auch manchmal schaffen. Einfach so umdrehen und dann hat man's. Der Frosch hat da drüben ziemliche Schwierigkeiten. Oh yeah! Boah, das hat gezogen. Ich glaube, das überlebt er nicht mehr. Ich bezweifle es halt. Außer er findet einen Weg. Nö. Der eine 4er von mir war zu viel. Froggy and Claw Daddy are no longer spellbound. Und weiter geht's. Ah, meine Lieblingsstage. Blaze Stage. Gargantua, Plague and Flamer Guy. Hm, diese Kreaturen. Ja. Lieblingsstage deswegen, weil geiler Film. Und er dreht schon auf. Aber ich kann auch aufdrehen. Oh, schade. Das geht auch! So aus der Luft den Block wechseln, aber naja. Oh, ich mag diesen Film, naja, nicht so sehr. Da mag ich den normalen Film mehr. So, 6.
Moment, das mache ich so. Ah, ich wollte einen neuen, verdammt. Ich wollte Chirno rauskriegen, aber naja. Die lassen mich ja nicht. Hey! Was soll's? Ah, ich hab so früh. So. Bei mir ist ja mal 3 schon Minimum. Und da ist er platt. Schade. Mag den Film. Also den normalen. Ja. Gargantua Blark and Flamer Guy are free of the curse. Schon wieder Wasser. Sea Stage, Langfish and Flopsy Fish. So, so. Ach, der. Flopsy Fish, der Kleine. Den man einfach essen kann. Und interessant, dass der Lungenfisch einen instant killt. Verdammt, ich hätte es anders machen sollen. Aber egal. Also, diese Kombos. Schaffe ich das? Oh, zu langsam. Ah, mit Camtasia ist sowas viel schöner aufzunehmen. Keine Lags und verschobene Tonspur. Ich habe es vorhin mal bei Phelps probiert kurz und nein, das war nicht das Wahre. Es hat ziemlich gelaggt. Oh, 6? 6, 6. Oh Gott. Ich liebe solche Vorlagen vom Gegner. Kann ich schön zurückkontern. Oh. Irgendwie gehen die immer schneller drauf. Lungfish and Flopsyfish are off the magic log. Log. Block. Ah, Lunar Stage. Raphael, The Raven and Shy Guy. Moment, Luna Capital, sind die etwa... Nee. Oder wohnen die im Luna Capital? Das wäre ziemlich schräg. Also ich weiß, was das Luna Capital ist. Da wohnen die Watazuki Sisters. Und das war, glaube ich, auch früher der Ort, wo Erin und... Ja, und der Rest, der gewohnt hat, Erin und ja, Kaguya und so weiter. Boah, das wäre jetzt aber schon etwas lame vom Gegner, wenn er jetzt schon krepieren würde. Okay, aber gut für mich. Boah. Ja. Raphael, The Raven und Shy Guy are no longer bewitched. Yay, ich habe alle fertig. Ja, Spiel geschafft. Nö. Ja, Yoshi ist froh, dass alle wieder frei sind von Fluch. Oh, und das tut etwas in den Ohren weh. Und warum... Wie kommt... Naja. Mount Wickedness... Wickedness? Sega? Oh Gott. Auf einmal kommt Sega und erschreckt dich. Nee. Na, mal sehen wir da her. Bäh, Rufzeichen. Okay. Hookbill the Cooper. Hm, ich glaube, den werde ich schon synchronisieren. How can this be? How is everyone free? Oh, ein Dichter. Well, too bad. I'm just gonna have to stomp you. Okay, Werte, er ist ein Meeresbewohner. Entweder ich nehme den Frosch oder... Ich nehme Frosch. Ich nehme Froggy! Froggy versus Hookbill. Komischer Name für einen Cooper. Aber naja, ich habe das Spiel nicht gemacht. Ich finde diesen Film auch nicht schlecht. So, drehe ich aber gleich... Och nö! Ich habe da schon so schöne Sachen gesehen gerade. Aber ich, ja.
Ja, vielleicht kriege ich trotzdem noch was zusammen. Begeiber-Modus und so. Ich kann da den Österreicher-Modus nicht machen, weil ich kann da nicht chillen bei so einer Situation. Ich warte ab. So, jetzt. Ich habe kein Blockglück. Moment, den oberen kann ich auch schon auflösen. Schön. Gut. Aha. So, nimm das und das und jenes. Ja, die Gegner drehen langsam, aber sicher auf. So, den habe ich gegeben. Aber er ist ja noch nicht besiegt. Leider. So. Aber ich setze ihn weiterhin zu. Das muss ich auch. Oh mein Gott, ich habe ihn voll in die Hänge getrieben. Yay, und der... Und Froggy freut sich. Yay. Und da löst er sich in Luft auf. Haut die los. Shoot. Und weg. Ich warte immer noch auf Sega. Okay, Navel Piranha. Hm. Ah, ich war schon nicht entsprechend. You fools! Do I have to teach you the penalty for removing the spell? You get to come to for supper. My supper. Ja. Okay, er ist eine Pflanze, den fackel ich ab. Mit Garantur Blach. Na gut. Gucken wir mal, wie das wird.